Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Hofbergmann. So, wir starten. So, um eine kleine Showrunde hier um den Stall. So, jetzt heißt es wieder Attacke ab zum Feld. Es müsste aber leer sein, soweit ich weiß. Wenn ich noch richtig im Kopf habe. Ich habe zwischenzeitlich wieder mal einen Tag Pause gemacht, weil er war Wochenende bei mir. Und da mache ich einen Tag, wo ich nichts aufnehme, weil ich da streame. Da ich dieselbe Karte streame wie auch Let's Play, aber mit verschiedenen Spielständen, muss ich schon mal ein bisschen hier und da gucken, weil ich will im Stream nichts spoilern oder im, was im Let's Play noch gar nicht dran war oder umgedreht. Daher habe ich zwei verschiedene Spielstände. Und ich muss euch jetzt sagen, ich bin von der 1.5.0.0 Beta 2 auf die Final-Version gewechselt. Das Gute daran, wer die Beta 2 hatte, brauchte für die Final kein neues Savegame. Steht aber alles erklärt im Forum, wo ihr die Map downloaden könnt. Daher sollten wir hinkriegen alles. So, Weizen ist runter, Gerste ist runter und es müsste nochmal Weizen sein. Machen wir schon mal die Linien an. Oh, hier brauchen wir ein anderes Schneider bei den Sonnenblumen. Bin ich da am überlegen, ob ich die eher zu Diesel arbeite oder eventuell in die Mühle und daraus Öl baue. Ich bleibe erstmal hier stehen. I'm walking. So. So geladen haben wir jetzt nichts. Müssen wir aber so GBS Menü so weiter rüber, weiter rüber, weiter rüber. So. Das ist, muss ich mal gucken erstmal. Feld 1 müsste das sein, nach Adam Reis. Yep.
Menü öffnen. Ich mache das erstmal hier plus so, weil wir hier sonst einen Haufen verschwenden würden von dem Stroh. Und wenn das blöde fällt. Achso, geht bei dem Gorilla. Er ist ja gar kein Stroh. Sind doch Sojabohnen, die haben doch nichts Strohiges. Ich vergaß. So. Jetzt erstmal hier zwei Runden Vorgewende hauen. Und aufs Beste hoffen. So, Attacke. Oh, hier ist der Krabbels Klüpschi. So. So, schön im Drescher sitzen und ein bisschen Musik hören. Kann es euch leider nicht einspielen, weil Copyright Musik. Und da macht YouTube ganz schnell mit mir Dudu. Und da ich ja meinen Kanal eigentlich unbeschadet halten will, ist es in der Sache ein bisschen schwierig. Ich habe aber auch schon gehört, dass welche, die sich die Rechte gekauft haben, an der Musik selbst sogar von YouTube du gekriegt haben. Das ist ganz kompliziert mit dem Algorithmus und alles. Und den von den ID-Systemen.
Aber naja. So. Faktor 40%. Aber ich denke mal, das werden wir die Mühle schmeißen, genauso wie das andere da, die Sonnenblumen. So, let's go. Rum hier, rum hier, rum. Da haben wir es vorgewendet schon mal geschafft, die erste Runde. Also der erste Teil vom Vorgewende ist schon mal erledigt vom Feld, vom Dreschen. Und dann geht es dann in die Auf- und Abbahn. Muss ich mir ein bisschen doben, damit ich schwach bleibe. Mal irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, man zieht die Düsen gleich zu. Aber wir müssen noch ein bisschen was machen. Auf dem Acker. Haben wir 6%. So, Attacke und volle Kraft voraus. Wenn man 10 km/h volle Kraft nennen kann.
Gut, Gleisnummer oben. Dann haben wir die Schräge hier auch weg. So, let's go, die langen Bahn jetzt. Stück zurück. So, aber jetzt ja, Attacke, vorwärts, Marsch. Und so müssen wir schaffen. Wir haben jetzt bei 3/4 voll. Sollten wir hinkriegen. So. So, 8%. Oh, gerade die Nase. Das ist bis jetzt 3%, vielleicht 4 wären. Können wir noch ein bisschen was hoch und runter. Haben wir 4%. 5. Und 16 sind noch frei. 6% müssen wir immer hoch drunter kommen, um das Ding voll zu kriegen. So, 88, 89, da ging die Latiste an, 90. Müssen wir noch mal bis runter schaffen. Und dann werden wir aber hier abtanken. Aber das passiert alles in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Folgenende angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus.
Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.